Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Stream hier auf dem Kanal. Wir spielen wieder Railroads Online wie angekündigt. Und diesmal bin ich nicht alleine, denn ich habe zwei Helfer mit bei mir. Das ist einerseits der liebe Nero. Moinsen. Hallo. Und das Tommy. Hello. Na, alles klar bei euch? Seid ihr ready für den Bau heute? Ja. Definitiv ja. Sehr gut. Ja, was haben wir denn heute vor? Also einerseits werde ich euch mal die umgebaute Strecke vom letzten Mal zeigen. Ich habe nämlich ein bisschen Schwimmbau betrieben, das werden wir dann gleich sehen. Das heißt, ich werde da hinten die Lok erstmal ready machen, werden die dann rausziehen, werden an die Wagen ankuppeln, werden eine Güterfahrt machen. Und Nero und Stormy haben einen ganz eigenen Auftrag. Was macht ihr denn? Zur Eisenerzmine bauen. Genau. Ich zeige euch mal ganz kurz die Karte. Also die ist hier links oben und das ist ein bisschen ein Weg. Aber ich denke, das kriegen wir hin an dem heutigen Stream, dass wir da die Strecke fertig kriegen. Oder was meint ihr? Ja, das werden wir hinkriegen. Wir versuchen unser Bestes. Sehr gut. Und an alle, die zuschauen, wenn der Ton nicht gut sein sollte, wenn einer von uns zu laut oder zu leise sein sollte, dann bitte melden. Ansonsten würde ich sagen, jeder an die Arbeit und ich starte mir da hinten mit die Lok und komme danach zu euch und helfe euch. Gut. Alles klar. Denn, einmal nach da hinten, ich habe die Lok nämlich da hinten im Schuppen verfrachtet. Und alle von uns können ein bisschen schnell laufen, ist einfach ein bisschen praktischer zum Bauen. Und ja, ich habe die Lok ausgetauscht. Die Shay ist dann doch ein bisschen zu langsam. Und ich dachte, ich nehme mal die Starter-Lok, damit wir ein bisschen schneller vom Fleck kommen. Was war der kleinste Kurvenradius? 80. 80, ja. Okay. Dann testen wir das doch einfach mal. Das wäre gut. Und Bauzeit können Bahndamm, der 200 Meter hoch ist. aber, okay. Wie ist es denn von der Musik her? Passt die so? Soll die ein bisschen lauter? Soll die leiser? Ich habe sie mal recht runtergedreht. Oh, wir haben sogar Pressure auf dem Boiler. Wir können aber mal rausfahren. Das Spiel wird garantiert mal etwas sein, was ich anpassen muss von der Lautstärke, sobald man hier mit der Dampflok unterwegs sind. Also ihr zwei dürft natürlich schon quatschen, so ist es nicht, ne? Nicht, dass ich ja, da ich das Einzige bin. Ich bin gerade am Nachdenken. Weil so wie ich den Gedanken hatte, könnte ich es zwar bauen. Aber dann fährst du hier über eine 45-Grad-Kreuzung erstmal drüber, bevor du über eine Weiche in deine Hauptstrecke einbiegen kannst. Ich meine, ich habe es schon auf Fotos gesehen, dass es das gab, dass man vor einer Brücke eine Weiche nach links gebaut hat, dann ist man nach links weggefahren und dann hat man einen Bogen gezogen, dann über das Gleis, wo man draufgefahren ist, drüber ist, auf die rechte Seite davon und dann quasi dort weitergefahren ist. Ich meine, ich habe es schon auf Bildern gesehen, also realistisch wär's. Die Frage ist halt bloß, ob das halt wieder mit der 45-Grad-Kreuzung passt. Ich mag die schön gebaute Strecke von dir nicht abreißen. Also da kannst du die Strecke ruhig anpassen. So ist es nicht. Also nur weil ich es gebaut habe, ist es nicht in Stein gemeißelt. Ich reiß die doch nicht ab, wenn du hier noch drüber fahren willst jetzt erstmal. Das wär, ja, das wäre jetzt noch von Vorteil. Lass mich da erstmal rausfahren. Also ihr habt's gehört, ich darf sie abreißen. Dann fange ich jetzt schon mal an, Schienen wegzureißen. Nein! Natürlich warte ich auf dich. Das ist auch etwas Gutes. Ich fange oben an zu bauen, Nero fängt unten an zu bauen. Trifft man sich in der Mitte. Möchtest du hier oben eigentlich noch weiterfahren Richtung Holzfällerlager oder soll das hier um Endpunkt werden?
baue es mal mit der Option, dass man entsprechend vielleicht in gewisse Richtungen weiterfahren kann. Okay. So, deine Kupplung. Habe ich jetzt? Ja. Das ist zu viel. Ich wünschte, hier würde vielleicht eventuell stehen, wenn man die Gleis abreißt, wie viele Meter das Stück Gleis hat, was man da gerade entfernen will. Ja, oder dass das Segment irgendwie gehighlightet wird. Das wäre super. Ja, wenn hier schon alles orange umrandet wird, dann könnte man das ja wenigstens auch machen. Ja. Das ist eigentlich echt keine schlechte Idee. Schaffe ich sie vielleicht jetzt ohne die 45 Grad Kreuzung? Ich werde nicht mehr. So, deine Morgen sind dran. Und dann zeige ich euch mal die neue Strecke. Ich hoffe, das gefällt euch. So, Abfahrtspfiff. Gehört und gelacht. Ist auch die Lok nicht so laut, weil beim letzten Stream war die Lok ein bisschen dominant. Jetzt hast du aber erst gemerkt, sobald du voller Leistung hast. Daniel, linke. So, dann nein. Und wir fahren mal auf die neue Strecke. Also, der Anfang, der ist noch gleich. Aber spätestens weiter hinten seht ihr dann schon die ersten Unterschiede, die ich da mal neu gebaut habe. Also jetzt kannst du hinter mir die Strecke abreißen, wenn du es brauchst, weil ich fahre erstmal nicht wieder da hinten rein. Okay. Ui, das ist so ein großes Schienensegment. Ups! Herr Löwe, das ist so viel. Ja, ein paar Segmente sind ein bisschen länger. Ich habe gerade ein Weichenstück abgerissen, da habe ich mich gefragt, ob ich überhaupt was abgerissen habe. Und dann das gerade Stück, das ist einfach durchgehend. Ich war gerade etwas hinterfragen, wir es nicht. Ich weiß nicht, Weiche direkt an Weiche. Na. Nee, mach da ein gerade Stück dazwischen rein. Wo ist meine geliebte 90 Grad? So, da ist jetzt schon mal die erste Änderung. Also diese drei Ausweiche, die es hier im ersten Stream gegeben hat, die habe ich komplett abgerissen. Die gibt es jetzt nicht mehr. Man hat jetzt hinten, wo man die Bretter etc. auflädt, eine Ausweiche. Das einzige Stumpfgleis ist das für die Holzstämme. Das werden wir dann später noch sehen. Und dafür habe ich hier diese Kurve da eingezogen. Und die trifft sich hier mit dem Hauptgleis und kommt da vorne zusammen. Und da vorne ist schon mal das erste Schönbauobjekt, um das mal so zu sagen. Aber hier haben wir so ein kleines Häuschen am Wasserturm hingesetzt, inklusive Telegrafenposten. So als Idee, dass es, ja, irgendwie das Heim oder so von den Mitarbeitern da unten ist. Oder einfach so ein Außenposten. Und da hat es auch entsprechend einen Bahnsteig, wo man dann später mit dem Personenwagen stehen bleiben kann. Rebellio 101, Servus. Du weißt mittlerweile, was Yoshi immer für Probleme hatte bei uns auf der Karte. Welche denn? Mit dem Anstempen von Sachen. Ah, hast du das jetzt auch? Ja. Vor allem Yoshi, egal. Wollte ich das nicht? Ja, ich hatte das ja auch schon. Rewards Online. Wie ist dein Problem? Ich kann nämlich nicht mehr an meine gesetzte Weiche anstempen. Und die Hauptstrecke verkehrt nicht mehr da zwischen den Sümpfen rum. Da sieht man noch ein letztes Teilstück, das muss ich noch wegtun. Wir machen jetzt hier eine kleine Umfahrung. Und da hinten, wo ich meinte, da ist so näher, da soll eine Stadt hin, habe ich auch eine Stadt hingepflanzt. Und die Strecke
von der anderen Seite da rein für die Bretter. Dann kommt man hier gut von zwei Seiten rein. Bezüglich Snapping-Problemen, probier mal das Zeug nochmal abreißen und wieder zu platzieren. Und schau mal, dass du bei Grid Size auf 1 gehst. Das hat bei mir schon geholfen. Wollte ich hier oben was versuchen zu ändern, sagt das Spiel, nee, ist nicht. Das ist mobiler Arbeitsplatz. Ja, ansonsten komme ich dann gleich mal vorbei. Die Stadt übrigens hat noch keinen Namen, also lieber Live-Chats, wenn ihr da netten Namen für dieses kleine Städtchen habt, gerne reinschreiben. Dann werden wir das natürlich entsprechend benennen. Ja, da habe ich dann mit dem Ballast ein bisschen gearbeitet. So quasi als Art Straße zur Schiene hin. Ja, nicht ganz happy damit, aber sieht schon mal halbwegs ordentlich aus. Warum war das mit Dunkeldorf? Dunkeldorf? Ich weiß nicht, bin zu düster. Und Client sieht die Hashtag 2. Nee, das machen wir nicht. Seid's mal kreativ. Ich hätte einen Namen. Yoshi Vegas. Möchtest du auf was anspielen? Nein. Außer im Outback. Aber wenn Whistle du schon Town. Oh, das ist auch ein netter Name. Wenn du schon eine Vegas draus machen würdest, dann müssen da Casinos sein. Sonst ist es kein Vegas. Also wenn, dann richtig. Ja, du... Ich kann nicht nur so einen Saloon hinbauen, ich glaube, das kommt am ehesten dahin. Würde mich mal tatsächlicherweise interessieren, wie Vegas früher ausgesehen hat, so in dem Zeitraum, von der wir uns online gesehen haben. Ich glaube, da war nicht sehr viel. Das Ganze mit Casino-Zeug, das glaube ich, ist recht spät gekommen. Aber da lege ich jetzt überhaupt halt nicht ins Feuer. Es wäre halt trotzdem interessant zu wissen, wie das so im... Ja, was spielen wir denn hier? Red and Blacker, moin sehen! Habt die erste Folge nicht sehen können, hat sich das Spiel verändert? Die erste Folge kommt noch, keine Sorge, also beziehungsweise der erste Stream, der ist schon hochgeladen, der muss noch gecheckt werden und kommt es. Das ist, der erste Stream war quasi eigentlich der Grundbau von der Strecke, die ich da gerade fahre. Zwischendrin habe ich Schönbauerbetrieb, den was du jetzt siehst. Und das ist die erste Güterfahrt quasi. Und jetzt bauen wir dann die zweite Strecke. Aber wie gesagt, der erste Stream, der kommt. Bin ich dran. Gab's hier nicht so ein schönes Schild? Was ist das denn? Und ich habe die linke Seite auch da jetzt angeschlossen. Ihr habt gesehen, habe ich ja die Ausweichstelle hier. Bei den Umsetzen etc. Auch hier kann man nochmal umsetzen. Auch auf der linken Seite. Und nochmal ein Abstellgleis. Fürs Erste. Ob das so bleibt, keine Ahnung. Aber für den Moment reicht es erstmal. Weil später kommt auch da noch eine Hauptstrecke da hinten hin. Wird sich vermutlich alles nochmal ändern. Hier könnte man auch noch ein bisschen Deko hinmachen. Das habe ich noch nicht gemacht. Wir wissen ja alle, Hugo übersieht gerne mal Schilder. Ja, ab und zu. Die Schilder kannst du jetzt gar nicht übersehen. Also da musst du schon wirklich blind sein. Um das so auszudrücken. Aber man muss auch irgendwo an Ray Watts ein großes Lob aussprechen. Das Spiel stürzt aktuell nicht mehr ab. Stimmt. Obwohl, manchmal hast du trotzdem diesen fatalen Error und dann ist er aus. Ja, aber dann halt nur beim Beenden. Ich wollte es gerade sagen, interessanterweise beim Beenden. Ist eigentlich dieses Ghosting von den Wagen, dass das so rumzieht, dann ist das noch da? Weil ihr habt es ja schon mehr Multiplayer gemacht als wie ich. Also es gibt immer noch Momente, wo sich die Wagen denken, komm, wir müssen mal abhauen, ja. Ah, schade. Ja,
hast recht, das ist schade. Aber was willst du dagegen jetzt tun? Ohne Wagen fahren. Also irgendeine Lösung muss es dafür garantiert geben. Aber ich meine, das ist irgendeine Art von Sync-Issue, dass die Wagen dann irgendwie nicht wissen, wo sie hin sollen. Aber mein Gleise deswegen nicht, aber es sieht halt doof aus. Theo, einer noch. Ja, Dieter, das ist eine komplett neue Map. Also ich zeig's dir mal ganz kurz. Das ist erst vor kurzem veröffentlicht worden. Komplett neu. Cool. Ich sehe live, in welche Richtung ihr schaut. Das könnte man aber schon öfter. Das ist schon früher. Sehr, wir müssen mal ein bisschen vorziehen. Du musst schon früher hinterher spionieren, wenn du das genau wissen willst. Ja, aber dass er dann live die Richtung mit anzeigt, das wusste ich nicht mehr. Okay. Seit wir diese File-Icons für den Multiplayer gekriegt haben. Seitdem kannst du sehen, auch in welche Richtung wir gucken. Ich muss dir gerade wirklich hardcore überlegen, wie ich das hier umbaue. Die Berge sind nicht der beste Freund und Helfer hier oben. Ja, ich glaub, dass das mich nicht ansnappen lassen, ist auch nicht unbedingt gerade mein Freund und Helfer. Das finde ich jetzt gerade nicht so freundlich von dem Game. Ich hoffe einfach nur, wenn die Bauabnahme kommt, dass das hier oben so passt. Das wird passen. Raybirds Online Devs, falls ihr das seht. Ja, Snapping Issue ist ein Issue. Im Multiplayer. Wir könnten eigentlich mal die Lok umsetzen, während wir das Ganze hier machen. Können wir hier mal die Bremse anziehen. Hälfte von 150. So, und wir setzen mal um. Boah, jetzt kommt Mathe. Mein Haut gefällt. Wird es in der Staffel nur Streams geben? Na, ziemlich sicher nicht. Ich werde garantiert meine Sessions haben, die ich dann für mich mache. Also gerade vor allem, wenn ich Teilarbeiten mache, Schönbau etc. Das werde ich dann für mich machen allein. Aber Multiplayer wird schon ein bisschen öfter passieren mit Livestream und dass ich auch da mehr Leute reinnehme. Also gerade jetzt mit dem Personenwagen und wenn die Strecke dann ausgebaut ist, dann lasse ich auch gerne mehr Leute auf die Map rein und dann haben wir da gemeinsam Spaß. Ich meine, es ist Railroads Online, das hat es im Namen drin und macht natürlich im Multiplayer mehr Spaß, als wenn man da allein rumfährt. Haben Sie schon mal geguckt, was diese neuen Personenwagen laden können? Ist ganz witzig. Ja, Werkzeug, glaube ich, war es, oder? Tools, genau. Ja. Mich würde jetzt mal interessieren, ob wenn du da Tools reinlädst, ob dann die Wagen Personen kriegen als Fracht. Das würde mich jetzt echt interessieren. Ich habe leider meine alte Karte, also auf der anderen Karte, ich habe leider noch nicht die Werkzeugindustrie angeschlossen, also konnte ich es noch nicht testen. Mich würde es aber echt interessieren. Das juckt so unter den Fingern. Es wäre ein bisschen schräg, wenn es so wäre, aber... Naja, ich habe auch kein Problem damit, erstmal so zu tun, als ob halt. Aber in der Roadmap steht ja drin, es soll ja mehr Industrie dann kommen. Inklusive offiziellen Personenverkehr mit Städten etc. Irgendwann. Das klingt sehr überzeugend, Bravura. Das irgendwann von dir? Ich sag mal so, das ist jetzt ein guter Anfang, auch wenn er nicht so komplett durchdacht war. Also gerade das mit den Industrien, wie ich im letzten Stream schon gesagt habe, dass die eigentlich nicht so wirklich auf die Karte reinpassen.
Da hättest du ein bisschen mehr Polish gebraucht. Aber abgesehen davon ist ein guter Weg in die richtige Richtung. Sie müssen jetzt einfach dranbleiben. Weil jetzt kommt dann Railroader und Century of Steam und die werden Railroads online ganz schön einheizen. Also da müssen sie auf jeden Fall dranbleiben, sonst verlieren sie da Leute. Weil ich ehrlicherweise sagen muss, auf Century of Steam freue ich mich mehr als auf ein neues Railroads Online Update. Das klang jetzt böse, ich weiß. Alle Spiele haben ihre Daseinsberechtigung, ja. Und Railroads Online hat das Potenzial. Es muss es einfach nur nutzen. Gut nutzen. Und vor allem auf die Community hören. Das ist vor allem das Allerwichtigste. So. Und gerade das, was vor einem Jahr passiert ist, darf sich natürlich auf gar keinen Fall mehr wiederholen. Du meinst, wo die den Discord auch zugemacht hatten? Ja, das war das Resultat davon. Mit unter anderem. Fand ich echt schade, da konnte man sich immer schöne Bilder angucken von und Bauideen holen von anderen Leuten, die was gebaut haben. Und mittlerweile kannst du es wieder. Naja, das Server gibt's wieder. Oh, okay. Ich werde echt auf eine Herausforderung eingestellt. Holy moly. Die hast du dir aber auch selbst gesucht, ne? Wie war das? 80 war der Mindestradius. 80 war das kleinste. Selbst also mit dem Radius komme ich nicht rum. Also die absoluteste Mindestgrenze wäre dann 75. 75? Ja, das ist dann halt schon sehr eng. Ich frage mal anders. Was möchtest du für eine Lok da quälen? Keine große. Also wird es doch eine Klasse 70 bei dir. Ich fand die Shay gut. Die Shay ist auch gut. Sie ist halt einfach nur unglaublich langsam. Söderle. Bravura. Ich bin bereit zur Abfahrt. Kleinvieh macht auch Mist. Vergiss sie das nicht. Ich wünsche mir immer noch eine Taste, damit man direkt wieder auf 0 zurückstellen kann beim Bauen. Eine Sache mache ich jetzt anders. Also wenn das Licht auf irgendeinen Gegenstand, wie zum Beispiel hier diese Holzstämme, geht, blendet es brutal. Ach, das habe ich ganz vergessen. Mach meine Zylinder noch kaputt. Du doch nicht. Ja doch, wenn ich die Zylinderhände nicht öffne, dann schon. Ist ja das Wasser im Kessel. Wasser in den Zylindern? Nee, das meinte ich nicht. Ich meinte eher, ein anderer Fehler von dir ist, dass du die Wasserstandsanzeige nicht richtig deutest. Ach, die eine Sache, dein D-Ram, Elli. Da musste ich dich jetzt dran halten und tut mir leid. Ich fand's gut. Man hat's auch nicht richtig gut gesehen. Ich dachte, ich werde drin sein. Ich bin aber auch nicht der Einzige, der die Dampflok explodieren lassen hat. Da war ich schon mal stolz drauf. Und du hast das sogar vor mir geschafft. Ah, von Century of Steam habe ich mal diesen Message-Trailer da mal, ein bisschen Message-Gameplay mal. Und das ist ja auch zum Schluss mit der Lok auch mein Gleis. Da hat sogar das Drehgestell etc. weggehaut. Das hat noch richtig cool ausgesehen. Darf ich mal kurz einhaken? Ja. Ah. Nero, magst du mal kurz zu mir kommen? Du kannst wieder nicht connecten, ne? Doch schon, aber ich brauch mal kurz deine ehrliche Meinung hier. Nein, ich sag's jetzt nicht. Wie schaut's denn bei unserer Crew aus, die uns da beobachtet? Habt ihr jetzt auch mit Railroads Online wieder angefangen mit dem Update? Wie ist denn eure Meinung zu dem Ganzen? Schreibt das gerne in den Live-Chat. Und später natürlich auf YouTube in den Kommentaren rein. Was für eine Bauabnahme möchtest du denn jetzt von mir? Alleine schon hier vorne diese Riesenkurve. Anders kriegt man es leider nicht hin.
Was ist denn das für ein Corona-Radius? Ich hatte mal der Mindestradius. 75? Ja. Wollen wir hier draußen nicht lieber einen Stumpfgleis machen? Habe ich auch schon überlegt. Dann musst du halt rangieren, aber... Dann musst du jeden Wagen einzeln lernen. Nö, das meinte ich nicht. Wo fängt denn das Ding an bei dir? Das gerade Stück hier vorne. Jetzt muss ich eine Spitzkette bauen. Ist kein Platz dafür. Und wenn du das Ding einfach nur gerade hier hinterziehst, kriegst du hier mindestens... Sind das 4 Wagen rein? Also das, nicht erschrecken, das ist nicht gerade, was ich jetzt setze. Das hat eine leichte Kurve. Aber weißt du, so als Beispiel? Einfach gerade hinter und den Berg vielleicht als Prellbock nehmen? Ich glaube, da spielt Bravura nicht mit. Also ich brauche vielleicht nur so 15 Minuten mit meiner Fahrt. Dann komme ich zu euch. Dann helfe ich euch. Ich bin weg. Aber das mit dem geraden Stumpfgleis ist gar nicht mal so eine doofe Idee. Ich meine, ich habe jetzt kein Problem damit zu rangieren. Ich habe auch schon verrückte Konstruktionen gebaut. Wir denken an die 45-Grad-Kreuzung mit den 4 Weichen. Was hast du da gebaut? Wenn ich mal Zeit habe, zeige ich dir den Screenshot auf Steam. Beziehungsweise den gibt's auf meinem Profil, wenn du den sehen willst. Interessant, gerade eben hatte ich den Punkt, wo ich andocken konnte ans Gleis und jetzt habe ich ihn nicht mehr. Ich habe, beziehungsweise ich kann es dir ja erzählen, ich habe quasi eine 45-Grad-Weiche hingelegt und dann, ja, das variiert dann immer, wie schön du das haben möchtest. Das ist dann eine Optionssache. Dann legst du entweder mit den X'en oder mit Weichen in einen gewissen Abstand. Und immer da, wo du den stumpfen Winkel von der 45-Grad-Kreuzung hast. Also nicht wo der Winkel so spitz ist, sondern wo der so stumpf ist, so weit auseinander ist halt. An diese zwei Gleise musst du dann die Weichen so setzen, dass die Abbiegespur quasi sich angucken. Und das verbindest du dann miteinander. Okay. Ich weiß nicht, wie man es jetzt in der Realität nennen würde. Aber ich kann ja, wenn du möchtest, dir das kurz aufbauen. Ich reise es auch wieder ab. Keine Sorge. Nee, das kann ich mal später auf dem Boden gucken. So, wir biegen hier erstmal ab. Tatsächlicherweise bin ich auf die Idee gekommen, als ich das Gespräch mit jemandem von unserem Discord hatte, mit Ivo. Da hatten wir so ein bisschen uns drüber unterhalten, dass man die 45-Grad-Kreuzung ja kaum sinnvoll benutzen kann. Also meistens kaum sinnvoll nutzen kann. Da kam mir so der Gedanke, ja, aber es gibt doch bestimmt irgendwo mal eine Kreuzungsmöglichkeit, die du baust, wo du halt von der einen Produktion auf die andere muss und einmal parallel quasi durchfahren kannst oder musst, weil du halt dort auf die Produktion musst. Ja. Und so wird es halt zum Beispiel gehen. Und das hat auch funktioniert. Ich habe sie dann hinterher tatsächlicherweise auf meiner alten Map, ich habe sie sogar noch verbaut. Und auch wenn das ein bisschen eng aussieht, manchmal vom Kurvenradius, es funktioniert ohne Probleme. Auch mit höheren Geschwindigkeiten. So, da wären wir da. So. So, das brauche ich dafür, das brauche ich dafür. Das muss weg. Die haben sich irgendwie jetzt da rum. Ich glaube, mit Autoverbindung geht das ganz gut. Da habe ich mich vielleicht dezent verbremst. Also ein bisschen schwer der Zug. ja.
passiert. Immer vielleicht ein bisschen zu weit gefahren. So, haben Sie den Zug rausgeschmissen? Nee, ich bin bei dieser Abladeplattform ein bisschen zu weit gefahren. Ach so. Ja, wenn's nur das ist. Ja, ja, kein Unfall. Der kommt noch. hat denn unser guter Löwe hier seine Verbindung reingesetzt eigentlich? Snappen die Schienen denn aneinander? Wenn ich das jetzt abreiße und das ist eine ganze Kurve. Ich hoffe so sehr, dass es dann für das Sägewerk nochmal ein anderes Asset kommt, weil das sieht so ein bisschen doof aus mit diesem Water Pond hier. Weißt du, was auch ein bisschen doof aussieht? Dass auf den ganzen Produktionen von der anderen Karte der Name draufsteht. Ja gut, das ist aber wiederum mal ein Detail, mit dem kann ich leben. Ja, ich weiß, das ist meckern auf hohem Niveau, aber trotzdem. Oder was natürlich auch ganz cool wäre, ich meine, es gibt so einen ähnlichen Mod in Transport Fever mit diesen Custom Industries, dass du dir quasi die Gebäude selber setzen kannst und dann machst du zu dem Gebäude passend dann natürlich die Plattform, wo du lädst oder entlädst, aber das kannst du dir quasi selber irgendwie setzen in einem bestimmten Radius und dann bastelst du dir die Industrie halt ganz custom, so wie du das haben willst. Okay. Also quasi Hauptgebäude platzieren, eben Nebengebäude, wie man es halt braucht. Das sind Glas, sind dann noch Deko. Und dann die Plattformen, die halt dazugehören. Soll ich eigentlich deine gesetzten Schilder als Wegpunkt nehmen, oder? Ja, die sind eigentlich als Wegpunkt gedacht. Also zumindest ist so mein Plan, wo ich die Strecke langführen würde. Weil wir haben ja doch eine ganz schöne Freiheit bekommen. Solange wie es ordentlich aussieht. Ist die Frage an Bravura, möchtest du diesen normalen Damm benutzen oder möchtest du einen Steindamm? Das war aus je nach Situation am ehesten in echt verwendet werden würde. Dann wahrscheinlich der Steindamm, weil Höhenunterschiede. Ich hätte jetzt fast gesagt die Holzbrücke. Und ich glaube, die Holzbrücke ist schneller hingebaut irgendwo, als irgendwo Steine und das ganze Ding dann dort hochzuziehen. Du, Nero? Ja? Komme ich wieder zur Lion City oder ist die Strecke momentan unterbrochen? Wenn du mir 2 Sekunden Zeit gibst, also du darfst gerne schon mal zurückfahren, aber gib mir halt bitte 2 Sekunden Zeit. Ich bin on the way. Okay, gut. Dann kann ich da die Lok und Wagen erstmal deponieren. Ah, das wird ich beeil mich. Wenn du die Rail-Schilder dir selber wegnehmen würdest, wäre das bloß ganz okay. Wie selber wegnehmen? Ich habe dir die mitten auf die Schiene gesetzt. Deswegen sagte ich ja selbst, du kannst sie nicht übersehen. Ah, ja, ich sehe es. Ich kann dir jetzt auch zu dir zurückgerannt kommen, aber ich habe Angst, dass ich statt die Schilder das Gleis wegreiße. Nee, alles gut. Weil ich beim Abreißen grundsätzlich immer alles als Möglichkeit genommen habe. Die Rail, geil. Gott, Schilder sind weg. Ich hoffe, den Gleise nicht. Da ist ein Knick. Der gefällt mir nicht. Nein. Ein Gleis schon nicht, keine Sorge. Ich habe sogar die Weichen so gedreht, dass das passt. Werden wir gleich sehen. Ach wehe. Und hey, also Achtung, Zug kommt. Ja, und so weit bin ich original von deiner Strecke ja gar nicht weg. Ich kann halt nur keine Schiene snappen. Das ist so ein bisschen tragisch. Wenn du das machen möchtest, dann ja. Naja, ich kann dir helfen. Wir müssen vorne, müssen wir einfach das Spiel durchstarten. Ja. Aber lass mal, Nero, ich habe gerade dasselbe Problem schon wieder. Was sind das? 1000?
Ja, 1000 sind es gewesen. Mich würde echt mal interessieren, woran das liegt, dass wir das nicht ansnippen können. Das habe ich noch nicht ganz kapiert, ehrlich gesagt. Ich meinte, das gab's früher nicht. Nee, das gab's auch früher nicht. Machen wir mal hier hin. Ja, ich kann auch zum Beispiel nicht mehr meine Weiche ansnippen. Ja, ich auch nicht. Und die Weiche, wo der gute Herr drüber fährt gerade. Ja, ich komme gleich und helfe euch. Alles gut. Nee. Juhu. Ist auch egal, in welche Richtung ich die Weiche platziere, ist der Witz daran. Liebe Devs, bitte fixen. Snapping Ishii Multiplayer ist nervig. Oder auch so ein nerviger Bug ist, du belädst als Gast, also wie wir, also ich und Sturmi bei dir jetzt, du belädst deinen Zug. Wo war das belegen? Du belädst deinen Zug. Den Puffer. Ja, vielleicht doch nicht. Uff. Ich sehe es doch gleich wieder kommen, ich muss die Hälfte nicht oben wieder abreißen. Flächenbündig? Ich glaub's ja nicht. Was? Naja, der Übergang. Guck mal, flächenbündig. Ein Glück haben die keine Kollision dort. Ja, also wirklich viel Luft ist da jetzt nicht mehr. So, da. Nero, ich helfe dir mal zuerst. Wo bist du, was haben? Hier, wo ich jetzt bin, ist eine Weiche. Du bist. Ach, da. Da bin ich. Ja? Von der Weiche einfach zu der Weiche, die da drüben liegt. Also normales Gleis jetzt. Ja, normales Gleis. Und wohin? Und genau, du läufst richtig an diese Weiche dran. Das passt auch von deinem Kurvenradius. Okay. Und das hier, ich habe gesagt, ich baue es dir auf und reiße es wieder weg. Ist das, was ich damals gebaut hatte. Ah, okay, I see. Und das hier jetzt zwischen der Weiche und der 45-Grad-Kreuzung ist jetzt genau eine Weiche Abstand. Also man könnte es noch größer machen, dann wären die Kurvenradien halt, ich sag mal, weicher. Oder größer. Sieht aber auch das so schon mal nicht schlecht aus. Das habe ich zum Beispiel bei mir verbaut, weil ich von der Richtung, also bei mir ist das quasi so, ich fahre so Richtung Sägewerk gerade durch, zum Frachtdepot würde ich abbiegen nach rechts. Auf der anderen Seite würde ich vom Sägewerk kommen, weil auch Kohlemine aus der Richtung kommt und könnte dann halt von der anderen Richtung gesehen abbiegen und zur Schmelzhütte. Andersrum könnte ich halt aber wieder auch gerade zum Frachtdepot durchziehen. So habe ich das halt bei mir gebaut. Ich habe das auch da hinten gebaut, wo original das Ölfeld wäre auf der anderen Karte. Ja, nicht schlecht. Also quält mal. Ich würde es aber jetzt wieder abreißen, wenn es dich nicht so. Mach nur. Und währenddessen gehe ich mal kurz zu Stormy. Helfen wir. Wo ist er denn? Ach, da oben. Einmal teleportieren, Sidley. In erster Linie müsstest du mir halt sagen, ob dir das so passt, ja oder nein. Große Kurve. Und wenn ja, müsstest du hier hinten einmal bitte die Sachen verbinden. Ich glaube, es wäre schon ganz toll, wenn es kein Stumpfgleis hier ist, sondern dann nach hinten irgendwie weitergeht, damit man damit ein Eisenzug entsprechend reinfahren kann. Ja, da sind wir nämlich bei dem Problem, was ich sagte, weil du kommst nämlich mit dem Mindestradius, kommst du hier oben an den Berg raus. Ja, der Mindestradius und der Berg, die sind gerade suboptimal. Ich lösche mal. Das ist alles gerade hier, oder? Ja. Mal was testen. Gordi. Ja, jetzt geht das schon wieder los. Das ist wieder so ein großer Damm hier. Einmal auf 80. Hä? Geht's jetzt raus mit 80? Guck mal, das ist jetzt Radius 80 hier.
Gut, ich bin auch erst nach dem Beladungspunkt gerade beziehungsweise in die Kurve gegangen. Ja, ich glaube, hier kannst du schon mit der Kurve anfangen, weil der Wagen ist ja da noch so weit runter. Musste man beide zum Füllen nutzen? Nee. Du kannst auch einen nutzen. Mit zwei geht es halt einfach schneller. Ach so. Dann kann man dann hier irgendwie. Keine Ahnung, also man kann das ja schon zum Stumpfgleis machen hier dann. Das musst du halt jetzt wissen, ob du das als Stumpfgleis haben möchtest oder als durchgehendes. Das muss man fast irgendwie im Berg enden. Ja, das Ding ist, wenn es kein Stumpfgleis ist, dann muss es nach unten gehen und dann zieht das Ganze dann. Wenn du da reinfährst mit Beladung. Natürlich geht das jetzt hier wieder nicht. Weil ich muss ja dann auch gleich beladen. In der Theorie kannst du hier ein Abstellgleis dran setzen und gleichzeitig nochmal einen Bahndamm drunter. Ich glaube, du fährst da mit den ganzen Eisenwagen hier ran, das beladen, ziehst dann wieder raus, irgendwie auf den Güterbereich hier und tust dann umsetzen, je nachdem, in welche Richtung du fährst. Wie gesagt, wenn die beiden Gleise so passen, musstest du sie einfach nur hinten verbinden. Ja, machen wir das mal. Der Kurve müsstest du bis hier ran und dann. Nee, nicht snappen. Nee, weil der Bahndamm zu hoch ist. Was ist mit dem? Mittlerweile grundsätzlich, also auf der Map sowieso, immer mit Bahndamm 2 oder 3 bloß noch. Weil du nie wirklich weißt, wann der Boden zu weit absackt. Was ich etwas schade finde halt. Auch. So, und jetzt muss das Gleis Viereck da weg und dann einfach nur noch anbauen. Naja, bin dabei. Und das ist wie so eine Absicherung auch fürs innere Gleis. Kann da nichts verrutschen quasi. Müssen wir gleich nur noch gucken, wie wir das hier hinten machen. Frag mich halt, ob du die ganze Zusammenführung nicht irgendwo hier schon starten kannst. Dass dann da mit einer Weichen auf die anderen drei Gleise zurückgeht. Mein Gedanke war es ja irgendwo hier vorne schon zusammenzuführen, aber wenn ich dann noch versuche hier hoch zu gehen, kann es sein, dass du hier mit einer Steigung von 4,5 ankommst. Ja, ich glaube, in die Richtung würde ich gar nicht gehen, sondern eher, dass wir irgendwo so rausenden. Dass man dann da in die hintere Richtung weitergeht. Ich meine, was hat's denn da hinten? Ja, da fährt man dann zum Logging Camp oder zum Smelter nach hinten. Aber dass wir irgendwo so in das Tal da reinfahren. Also sprich, dass wir hier die Kurven ein bisschen größer machen. Also, na, kleiner in dem Sinne. Die Weichen machen Radius und dann da reinfahren. Bravo, darf ich eine Frage an deinen Chat stellen? Mach nur. Hat jemand schon Erfahrung mit den Metallbrücken? Also die ganzen Segmente, also nicht die man auch in Kurven setzen kann? Ich habe die nämlich noch nie verbaut gehabt. Ich finde die interessant, aber ich weiß halt nicht so richtig. Vielleicht hat da jemand schon Erfahrung gemacht damit. Meter. Ich will mal ganz kurz das hintere Teilstück abreißen. Mach ruhig.
Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, dass die Aussage mit da kommt eine neue Karte nach der Gamescom, dass es so schnell geht. Ich habe echt gedacht, das dauert jetzt etwas von der Zeit her. Ja, das, was sie vorher natürlich irgendwie vorbereitet haben. Ja, das schon. Aber hätte ja sein können, da passt irgendwas nicht. Man muss irgendwas Größeres neu bearbeiten. Und dann dauert es ja doch manchmal länger. Ich überlege gerade, Tommy. Fragen, wie viel Sinn das macht, dass man hier schon zweigleisig ist, weil wenn man das da hinten als Stumpfgleis macht, dann macht es eigentlich Sinn, dass der ganze mehrgleisige Part irgendwo da vorne ist. Wo es dann jedenfalls weitergeht. Wenn du ja hier so hier dann quasi, wenn dort die Weiche ist, hier erst rauskommst. Was will ich meinen? Vorstellen kann ich es mir gerade, ich weiß noch nicht, wie man es umsetzen soll. Sprich, wenn wir jetzt hier, das wäre Switch Right, I guess. Was bringt's denn dann? Warte mal, wie sieht denn das aus? Gut, na, da müssten wir hier geradeaus weiter fahren. Du kannst das auch mit einer Linksweiche machen. Dann kommst du auch nochmal ein Stück rum. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.